Die nächste Variante des Kreuzhebens ist das sogenannte Sumo-Kreuzheben. Sumo-Kreuzheben habe ich auch die Möglichkeit im Freien auszuführen. Ich mache es heute hier an der Multipresse, einfach um eine gewisse Sicherheit bei der Bewegung zu haben, damit ich nicht noch gleichzeitig das Gleichgewicht groß korrigieren muss. Beim Sumo-Kreuzheben ist die Grundstellung etwas anders. Sumo sagt schon der Name, das heißt, der Sumo-Ringer hat natürlich eine gewisse Standbreite. Das heißt, ich stelle mich hier relativ breit, drei Füße breiter wie die Hüftbreite, Fußspitzen extrem weit nach außen verlagert, aber auch hier wieder darauf achten, dass die gesamte Fußfläche Druck auf den Boden hat. Und die Griffbreite ist jetzt etwas enger. Ich greife innen, sodass noch eine Handbreit frei ist zwischen den Handflächen und drehe erstmal nach außen, gehe in die Grundposition, die Brust bleibt draußen, Schultern sind hinten. Und jetzt führe ich auch die Stange so nah wie möglich am Körper nach unten, gehe runter, bis die Oberschenkel kurz oberhalb der Waagerechten sind und richte mich wieder auf. Bei dieser Art von Kreuzheben geht die Last etwas mehr in den hinteren Oberschenkeln auf den Po und am Rücken zentriert sich die Belastung etwas mehr nach innen, im inneren Bereich des Rückens. Sehr gute Grundübung zum Grundkraftaufbau. Somit wird es kein Problem mehr sein, aus dem Kofferraum des Autos einen schweren Gegenstand rauszuheben, ohne den Rücken dabei extrem zu strapazieren. Auch hier wieder die konzentrische Phase, das Absenken etwas langsamer bis kurz oberhalb der waagerechten Oberschenkel und nach oben ausatmen, exzentrische Phase, etwas langsamer und ausatmen. Bei Beendigung der Übung aufrecht stehen, leicht nach vorne rollen und einhängen.